Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Herr Koslowski, Herr Abgeordneter Drexler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch im Namen der Stadt ein herzliches Willkommen und herzliches Grüß Gott zu diesem Auftakt zum Webergassenfest. Es wurde schon gesagt, das 20. also ein kleines Jubiläum, beim 25. wird es dann ein großes. Ich darf Sie herzlich grüßen, ganz anständig, auch im Namen unseres Oberbürgermeisters. Er ist heute auch in Sachen Denkmalpflege unterwegs, von daher passt es gut zur Webergasse, er ist leider in Erfurt unterwegs. Dort ist das Forum Stadt, das heißt das Forum, eine Vereinigung der Denkmalstädte, die sich da zusammengetan haben, um neue Themen der Stadtentwicklung im Bereich der Denkmalpflege zu diskutieren. Da ist er auch Vorsitzender. Deswegen darf ich Sie herzlich grüßen, auch im Namen unseres Gemeinderats, und freue mich, dass Sie wieder das Webergassenfest organisieren. Als ich heute Morgen die Zeitung gelesen habe, stand da der winkeligste Winkelteil der Esslinger Altstadt. Ich war dann kurz versucht, die Webergasse in Winkelgasse umzutaufen. Das würde, wenn man so reinschaut, auch passen. Und wer die Kulisse der Winkelgasse aus den Harry Potter Romanen kennt, der könnte sich gut vorstellen, dass unsere Webergasse eine Winkelgasse ist, zwischen sozusagen Hutmacher und Geigenbauer auch noch ein Ollivanders Zauberstabladen oder ein Eulengeschäft. Würde da gut reinpassen. Vielleicht sollten sich die Damen und Herren in Hollywood beim nächsten Mal, wenn der nächste Harry Potter Teil kommt, unsere Webergasse als Kulisse überlegen. Aber zurück in der Realität. Ich finde es ganz toll, was hier geleistet wird in der Webergasse. Wir haben keine tote Straße, kein totes Denkmal. Ein ehemaliger Denkmalpfleger, Denkmalexperte hat einmal gesagt, das Zweitschlimmste, was einem Denkmal passieren kann nach dem Abriss, ist, wenn es ein Museum wird. Denn am besten ist ein lebendiges Denkmal, ein Denkmal, das belebt ist, das idealerweise sogar bewohnt ist, in dem Leben stattfindet, in dem Aktivität stattfindet. Das ist das Beste für ein Denkmal. Und in der Webergasse zeigen wir, dass das funktioniert, dass es auch kein reiner Schlafort ist, dass es kein Museum ist. Wir führen zwar viele Touristen durch jedes Jahr, aber es ist kein totes Denkmal. Da findet Leben statt, da finden nach wie vor Geschäfte statt. Es ist nach wie vor eine lebendige Straße, eine lebendige Gasse. Und das ist das Beste, was eigentlich einem Denkmal, in dem Fall der Webergasse insgesamt, passieren kann. Ich möchte herzlich Danke sagen. Danke zum einen den Organisatoren, die heute wieder das Webergassenfest mit Leben füllen, die verschiedenen Geschäfte, die in der Webergasse sind und ganz unterschiedliche Angebote haben. Sie haben das in den Flyern gesehen oder auch in den Ankündigungen in der Zeitung. Ganz toll, was da heute zu erleben ist, um auch die Leute so ein bisschen reinzuziehen in unsere östliche Altstadt, glaube ich, genau das Richtige. Vielen Dank also allen, die in der Vorbereitung mitorganisiert haben, dass es möglichst viele Menschen von unserem belebten Marktplatz rüber in die östliche Altstadt zieht, hinein in die Webergasse. Und zum Zweiten möchte ich Danke sagen allen, die sich zur Webergasse bekennen, zu unserer Altstadt bekennen, die hier Geschäfte betreiben, die eben dieses Leben in die Gasse bringen und es eben nicht nur zu einer Wohnstadt oder zu einer Puppenstubenstadt, sagt man ja manchmal, auch werden lassen, sondern, wie gesagt, zu einem lebendigen Denkmal. Das braucht unsere Altstadt, das braucht unsere östliche Altstadt, und dafür allen Eigentümern, allen Betreibern von Geschäften, aber auch allen, die hier wohnen, ein herzliches Dankeschön, dass Sie mit dazu beitragen, dass dieser Teil unserer Altstadt, dieser historische Teil, auch belebt bleibt. Nun wünsche ich uns allen spannende Erkenntnisse bei der Webergassenführung. Die wird sicher spannend und es gibt viel Spannendes auf der Strecke zu entdecken. Ich wünsche allen heute einen interessanten Tag. Hoffe, dass viele, viele interessierte, neugierige Besucher den Weg in die Webergasse heute finden und die Webergasse auch in Zukunft auch eine Einkaufs- und Lebensstraße hier bei uns in Esslingen bleibt. Vielen Dank.